3 Castlevania Games, okay. Originally released on Nintendo DS. Was ist denn Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, and Order of Ecclesia, Rise Again in a single collection. Dawn of Sorrow, okay, aber was ist Order of Castle is also included, featuring the original and a reimagined version. Plus, there's a gallery that includes exclusive art and a music player. Castlevania Dominus Collection launches on Nintendo Switch. Mit der Map rechts, wie geil ist das? Was? Sollen wir da reingehen? Da hab ich komplett Bock drauf. Wie geil war das mit der Map rechts? Junge, da bin ich aber komplett hype. Was ist es? Wie heißt das denn? Gibt's doch. Was spielt man denn davon jetzt am ehesten? Da sind ja mehrere Teile drauf. Dawn of Sorrow, das kommt mir so bekannt vor. Habe ich das nicht schon mal gespielt? Hätte ich das woanders mal drauf gespielt haben können? Prequel von Area of Sorrow auf dem GBA. Mhm, das habe ich nie gespielt. Und wo kam das dann raus? Ich bin mal gespannt jetzt. Auf dem DS. Alles DS-Games, klar. Ich denke... Ich hoffe, das hat keine Einflüsse auf die Frames. Nee, oder? Schon geil. Wie geil ist denn das? Das Arcade-Ding. Oh mein Gott. Also, warum sind die denn so angeordnet? Portraits of Ruin. Was ist das? Ey, ich will jetzt einfach mal das hier spielen, Leute. Mir sagt das gar nichts. Order of Ecclesia. Ich starte jetzt damit. Ach, das ist das Neueste. Ah, verstehe. Ah, okay, es geht von unten nach oben. Ah, okay, dann Dawn of Sorrow, okay. Drücke die L2-Taste im Spiel, um das Pausenmenü zu öffnen. Im Pausenmenü kannst du speichern und einstellen. Dann halte die L2-Taste gedrückt, um das Spiel zurückzuspulen. Bitte nicht. Kann ich ausschalten. Okay, Deutsch. Oh mein Gott! Gib! Boah, also auf jeden Fall super, gar kein Input-Lag. Also... Super cool. So, hier kann ich die Nebenbildschirm wechseln. Ah, mit dem Touchpad. Also das Zurückspulen erstmal deaktivieren. Das ist ja kompletter Scheiß. Ah, guckt mal, mit dem Touchpad vom Controller habe ich das Touchpad. Das ist doch eigentlich genial gelöst, oder? Vor allem ist es gut, weil es hier auf der rechten Seite ist. Du kannst halt easy mit dem Daumen hier auf der rechten Seite des Touchpads easy dran. Okay, ich bin gespannt. Wir gehen mal rein. Und Berührungssteuerung. Du kannst auch das Touchpad verwenden. Ach so. Ah, ich kann auch... Okay. Okay. Und wie soll ich schreiben? Okay, das geht ja gar nicht. Okay, verstehe, verstehe. Du kannst auch... Na gut, das geht jetzt natürlich überhaupt nicht, ne? D. Ja, das geht natürlich nicht so gut. Aber ja, verstehe. Ich glaube, rechts, das mit dem Touchpad ist okay. Aber alles andere ein bisschen weird vielleicht. Seit der Sonnenfinsternis 2035 war mein Leben nie wieder dasselbe. Damals wurde mir klar, dass ich Soma Cruz, Draculas Wiedergeburt bin. In einem Schloss erfuhr ich die ganze Wahrheit. Ich besaß die Macht, mir die Seelen meiner Feinde anzueignen. Fast wäre ich dem Bösen erlegen, doch meine Freunde bewahrten mich davor. Seither ist knapp ein Jahr vergangen und ich dachte, das alles wäre vorbei. Noch nie gespielt. Boah, Junge. Geile Optik. Haha, meinst du das ernst? Ja, und dann beschloss ich... Warte, Soma. Kann ich dich was fragen? Aber sicher, Mina. Was gibt's denn? Das Ganze ist jetzt ein Jahr her, richtig? Ja, so ungefähr. Und wie hieß das noch? Du weißt schon, die Übernahme der Kräfte von Monstern. Du meinst die Macht der Beherrschung? Ich habe sie durch die Flucht aus Draculas Schloss verloren. Schon vergessen? Ich weiß, aber es ist nur, ich habe da so ein ungutes Gefühl. Das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Hör zu, mach dir keine Sorgen, okay? Ich konnte meine neuen Kräfte im letzten Jahr nicht nutzen. Und... Du bist Soma Cruz, stimmt's? Ja, und du bist? Du darfst mich Celia nennen. Aber nicht mehr lange. Kommt hervor, meine Diener. Was? Mina, zurück? Verdammt, das darf doch wohl nicht... Soma, aus dem Weg, los!
Mr. Arikado. Genjia Arikado, der Wächter? Ha, halt dich da raus. Eine Schutzbarriere. Schnell, Soma, nimm das. Alter, wie flüssig ist das denn? Junge. Skelettknochen werfen. Schuss, taktische Seele. Benutze oben und Viereck. Nutzung verbraucht MP. Mit einem rotierenden Speer angreifen. Schutz, taktische Seele. Benutzen R1. What the fuck? Stärke erhöhen. Zauber, taktische Seele. Wirksamkeit beim Anlegen. Verbraucht keine MP. Was heißt das? Ich habe da jetzt Golem Nummer 15. Schutz, Schutz, Zauber. Stärke plus 2. Soma Cruz, du wirst untergehen. Das steht fest. Koste es, was es wolle. Ja, Bluff. Warte, vergiss es. Die erwickst du nicht. Verdammt. Soma, alles in Ordnung? Ja, ich bin okay. Aber die Macht... Sie ist wieder da. Arikado, was läuft hier? Die Macht ist nicht wieder da. Sie war nie weg. Du hast sie nur seit deiner Flucht aus dem Schloss nicht mehr gebraucht. Und deshalb wurde alle Seelen, die du beherrscht hast, freigesetzt. Du meinst, ich konnte die Macht nicht nutzen, weil ich nie in Gefahr war? Ist ja auch egal. Wer war diese Frau? Sie schien dich zu kennen. Celia Fortner. Sie ist die Priesterin eines neuen, schnell wachsenden Kults. Wir dachten uns schon, dass sie was vorhat. Deshalb blieben wir an ihr dran. Aber warum sollte so jemand hinter Soma her sein? Sie wollen den dunklen Herrscher erwecken, wie damals Dracula. Just the Doom Guy, vielen Dank für deinen Resub. Ah, schon eine Weile her. Wir sind wohl sauer, dass ich nicht der Herr der Finsternis geworden bin. Genau, und sie wollen einen neuen Herrscher erschaffen und dich auslöschen. Auslöschen? Lass nur Soma, das brauchst dich nicht weiter zu kümmern. Überlass das uns. Diese Frau, sie sagt, ich würde untergehen. Ein paar Tage später. Och, die Map. Das ist also die Basis des Kults. Hammer hatte also tatsächlich recht. Aha, soll das heißen, du hast mir nicht geglaubt? Hammer, was machst du hier? Ja, hast du einen Knall? Wer hat dich denn hierher gelotst? Oh, das war ja ich. Hey, schön, dass du... Hey, du hast doch was vor, oder? Ich bin dabei, Kumpel. Und hey, was ist eigentlich mit der süßen Kleinen? Du erinnerst dich doch, oder? Meinst du etwa Yoko? Sie kommt nicht, ich habe keinem was davon erzählt. Was? Sie kommt nicht? So ein Mist aber auch. Oh Mann. Naja, aber da ich nun mal hier bin, sollte ich wohl das Beste daraus machen. Sieht aus, als wäre ich wieder im Geschäft und du mein Kunde. Hämmer, jetzt hör mal zu. Ich meine es wirklich gut. Du sollst verschwinden. Tut mir leid, aber das geht nicht. Du steckst ja wohl in Schwierigkeiten und ich lass dich nicht hängen. Also gut, ich danke dir. Ich schaue mich hier mal nach einem kleinen Laden um. Wir sehen uns dann. Verflucht. Warum hat er ihr bloß nicht Bescheid gesagt? Okay, kann ich diese Map auch größer machen? Ich kann das umlegen. Die Map ist jetzt also wirklich nicht besonders groß. Was habe ich denn hier alles? Rüsten. Okay. Schutz. Zauber. Skelett 1. Also Skelett ist oben und Viereck. R1 ist... Dann ist das bestimmt der Ritter. Also Schutz ist R1. Und Golem. Level 1 von 9. Stärke erhöhen. Boah, sieht das geil aus. Alter, wie flüssig läuft dieses Spiel bitte? Oh, das war L2, das macht keinen Sinn. Alter! Jetzt habe ich da rechts Speerauge. Habe ich jetzt...
Ich habe die Zauber nicht bekommen. Ne? Objekte benutzen, Trank, Fähigkeiten, Pause, Gegner, Bibliothek, magische Siegel. Oh. Was war das, was ich jetzt gemacht habe auf Kreis? Was haben wir hier? Kurzschwert. Nee, nee. Rüsten. Achso. Ein Schwert mit einer klobigen Klinge. Bisschen langsamer. Trank. Versiegelt. Magisches Siegel erforderlich. Speicherraum. Stell dich vor der Statue und drücke nach oben, um das Spiel zu speichern. Uiuiui. Kann es sein, dass das ein Mega-Game ist? Das spürt man sofort irgendwie. Ja, direkt so mega fett. Okay, das ist irgendwie mein Special. Alter, wie das aussieht! Okay, jetzt hatte ich ein Level up, aber keine Stats bekommen oder so. Huch, die beiden da. Yoko. Oh, Soma. Yoko, Julius, was macht ihr denn hier? Komisch, dass du fragst. Arikado hat uns über diesen Kult informiert. Mr. Bellman und ich gehen der Sache nach. Du weißt schon, der Jäger. Eins ist klar, Soma, wenn du in die Dunkelheit gezogen wirst, bleibt mir keine andere Wahl, als dich zu vernichten. Ja, ich weiß. Nun ja, es gibt eigentlich keinen Grund für dich hier zu sein. Er hat recht. Du würdest dich nur selbst in Gefahr bringen. Diese Celia. Sie war nicht nur hinter mir her, sondern auch hinter Mina. Ich werde nicht ruhen, bis ich sie gefunden habe. Dein Entschluss scheint festzustehen. Dann gibt es wohl nichts mehr zu sagen. Moment mal, warte, Julius. Was soll das? Ich werde jetzt gehen. Jetzt warte doch. Ich komme mit. Nein, Yoko, du bleibst hier. Wir brauchen einen Kontakt für alle Fälle. Hey, warte. Du kannst doch nicht einfach... Doch, ja, den Power Jump. Männer, was für Egoisten. Und du hast wohl auch nicht vor, heimzugehen, oder? Tja, also schön, nimm das. Ein Magiesiegel. Was ist das? Ein magischer Zirkel. Magischer Zirkel? Der Anführer des Kults scheint Tore aus dunkler Energie zu erschaffen. Monster, die dieser Energie ausgesetzt sind, sollen verwundbar werden. Und wie soll ich sie dann vernichten? Da kommt das magische Zirkel ins Spiel. Willst du wissen, wie das geht? Sicher. Gut, dann sieh genau zu. Sieh exakt die vorgegebene Form nach. Ach, zieh sie nach, okay. Okay, versuch's mal. Achso, ne, ich war im Tasten. Prima, so ist richtig. Merk dir, wie du das gemacht hast. Und noch was. Du kannst das Nachziehen magischer Zirkel jederzeit üben. Wenn du unsicher bist, solltest du auf jeden Fall mehr üben. Geht klar. Ein magischer Zirkel aktiviert sich bei Bedarf von selbst. Probier's aus. Und jetzt lass uns gehen, Soma. Wohin? Das hier ist eine Sackgasse. Nur Julius konnte von hier aus weiter. Wir sollten zurückgehen und einen anderen Zugang suchen. Na gut. Außerdem sind wir hier Wind und Wetter ausgesetzt. Begleitest du mich? Klar. Dann los jetzt. Hier ist mein Special. Sehr unspektakulär. Alter, ich finde die Optik ist so krass. Fahr mal hier ein bisschen... Ach, da oben XP, 84 ist Level up. Ja, Tatsache. Diese Tür, hier scheint schon ein magischer Zirkel gefragt zu sein. Du wirst einen magischen Zirkel für das Monster da drin brauchen. Bleib einfach ruhig und konzentriert, ich warte hier. Kein Problem. Let's go.
Okay, noch nicht so schwer. Schwebender Ritter. Fallgeschwindigkeit senken. Du hast es geschafft. Die Sache mit dem magischen Zirkeln ist doch ein Kinderspiel. Seid ihr da mal nicht so sicher? Diese Zirkel wird nicht ewig funktionieren. Wie meinst du das? Sie werden sicher neue, komplizierte magische Zirkel anfertigen. Aber keine Sorge, normalerweise hinterlegen sie die Muster irgendwo. Ohne Zirkelmuster sind die Tore zur dunklen Seite nutzlos. Verstehe. Ich will dich nicht länger aufhalten, ab jetzt komme ich auch alleine klar. Bist du sicher? Wenn das so ist, mache ich mich auf den Weg. Oh, eine Sache wäre da noch. Schau doch ab und zu mal vorbei, falls Julius von sich hören lässt. Und bitte sei vorsichtig, Soma. Versprochen. Pass auf dich auf, Yoko. Bitte sei vorsichtig, Soma. Okay, habe ich jetzt irgendwas Besonderes bekommen? Nö, ne? Doch, hier habe ich jetzt Flugritter. Fallgeschwindigkeit senken. Wie sehe ich denn, wie ich das mache? Ist das jetzt wieder meine R2-Sache? Meine L2-Sache? Nee. Wie habe ich das benutzt? R1. Ah. Okay. Das mittlere ist der R1-Button sozusagen. Zweihänder. Sehr viel Damage. Also ein Overhead-Ding. Aber auch echt lahm. Schwer. Mega geil. Okay, nicht schlecht. Streitkolben. Muss ja alles mal ausprobieren. Fledermaus als Vertrauten beschwören. Okay, wo habe ich das jetzt? Fledermaus. Und wann kriege ich diese Sachen? Uiuiui, das ist 25 Euro die Collection, aber sind halt auch 3 Games und ich finde es ist, also bis jetzt ist es super, technisch ist es wirklich ultra geil. Ist das ein Shop hier? Oh, hallo Soma, du wirst Julius' hiesiger Kontakt sein. Ja, sonst war ja niemand hier, also dachte ich, das wäre eine gute Idee. Sag mal, dieser betont harte Kerl da drüben, wie heißt der noch gleich? Hammer? Ja genau, was macht der hier? Er will mir helfen. Du hast ihn doch nicht darum gebeten, oder? Natürlich nicht. Hätte ich auch nicht erwartet, aber es ist hier zu gefährlich für ihn. Kannst du ihn nicht wegschicken, Soma? Habe ich schon versucht, aber er will nicht. Und jetzt ist sowieso egal, wo er nun schon mal hier ist. Tja, wenn er nicht mal auf dich hört, hat es wohl keinen Sinn. Übrigens, ich habe eine neue Fähigkeit. Eine neue Fähigkeit? Durch die Macht der Beherrschung kannst du dir Monsterseelen aneignen, ja? Richtig. Man könnte die Monsterseelen doch auch mit Magie anlocken und nutzen. Du meinst, du willst die Seelen freisetzen? So ähnlich. Natürlich bräuchte ich dazu eine Hilfe. Und das Ganze ist auch nicht unbedingt einfach. Was willst du denn mit den freigesetzten Seelen anstellen? Nun, mit einer Waffe kombinieren, um so eine neue Waffe zu erschaffen. Die aufgewendeten Seelen gehen dabei aber natürlich verloren. Meinst du, das kriegst du wirklich hin? Was für eine gemeine Frage. Ich sehe ja wirklich nicht so aus, aber ich bin eine ziemlich gute Zauberin. Sag mir einfach Bescheid, wenn du etwas brauchst. Ich werde es dir beweisen. Oh, und die Zahl der verbrauchten Seelen kann ich auch reduzieren. Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber man kann ja nie wissen. Absolut richtig. Also, was kann ich heute für dich tun? Waffenherstellung. Kurzschwert. Oder wird das dann... Wird das zur Machete? Also das ist schon wirklich sehr cool. Machete steht da ja. Wag ein Ritter. Ist die Seele dann weg? Partisan. Versuch das mal so. Machete. Jetzt wird aus dem Kurzschwert eine Machete? Ja.
Ah, okay. Und daraus wird ein Langschwert, wenn ich eine Aasfresserseele habe. Was bringt das hier? Also es sieht so richtig schön aus. Okay, hier ist Hammer. Hey, willkommen. Na, wie findest du es? Ganz netter Laden, oder? Von allen merkwürdigen Orten, an denen man einen Laden aufmachen kann. Sieh dich um und mecker nicht gleich wieder. Yoko ist auch hier. Ich habe sie vor kurzem gesehen. Sie muss mir gefolgt sein. Junge, du kannst einen echt aufbauen, wie? Sie sagte, sie sei hier, um diesen Kult unter die Lupe zu nehmen. Wie auch immer. Ich kann dir sagen, dieses Mal gehe ich richtig ran. Bist du nicht hier, um mir zu helfen? Was soll's? Sieh dich um und kauf was, Mann. Trank... zeigt ein Teil des Schlossgrundrisses. Mystic News. Boomerang, eine Wurfwaffe mit gekrümmter Klinge. Ein Metallschlagring für die Fäuste. Alter, dieser Glücksbringer sorgt für Wohlstand. Ach, jetzt sehe ich mehr von der Map. Okay, ich spare mal ein bisschen Geld, weil ich finde den Bumerang vielleicht interessant. Alter, also ich muss echt sagen, technisch ist das der Hammer. Ist auch null laggy oder so. Also wirklich überhaupt nicht. Jetzt habe ich hier eine Fledermaus beschworen. Ja, aber ich will ja den Fall. Hier geht's noch lang. Okay, das ist Mana. 1000 Gold. Ja, gut. Okay, dieser Knochenskill ist schon sehr mächtig. Okay, hier unten geht's noch lang. Zombie beschwören. Wann kriege ich die Seelen? Wenn ich eine gewisse Anzahl an Zombies gekillt habe? Von den gleichen Monstern? Ja, ja, sagt ruhig. Hey. Ein gewöhnlicher Umhang. Jeder hat eine Chance. Ach krass, okay. Also müsste man eigentlich so lange die Monster killen, bis man einmal jedes Monster hat. Level up. Aber irgendwie, das Level up bringt nicht so viel, habe ich das Gefühl. Also ich liebe das komplett gerade. Aber die Level-Ups bringen nichts irgendwie.
Ich würde natürlich jetzt gerne nochmal in den Shop gehen. Aber der Weg ist jetzt auch unangenehm weit. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Frage ist, ob ich oben irgendwie lang kann. Ey, das lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht. Oder konnte ich hier irgendwo fliegen? Rüber mit dem Cape vielleicht. Oh, ich habe ein Skelett. Aber ich hatte ja schon ein Skelett. Was bringt das dann? Ich glaube, hier fehlt der Double Jump. Gibt es hier am Anfang was? Wieder eine Fledermaus. Levelt den Skill. Okay. Okay, ich guck nochmal. Skelett 2. Level 1 von 3? Oder was heißt das? 8? Was ist das? Fledermaus Level 1 von 3? 3 Zeit. Wieder ein Skelett. Und da sehe ich auch Nummer 2, zum Beispiel Fledermaus. Seele 2, dann ist da der Wert und ich habe rechts ja noch irgendwelche komischen Stats. Zombie. Aber da steht jetzt noch immer Nummer 1. Das habe ich ja mal locker jetzt auf... Ne, habe ich auf 2. Zombie beschwören. Zauberlabor. Junge, wie geil sieht das Game aus. Und die Mucke. Ah, ich habe auch so ein Slide. Nervennahrung. Finde ich auch Kreisel. Also diese DS-Zeit, krass einfach. Brustpanzer? Uff. Was haben wir hier? Stumpfschwert. Also noch todesleicht, leider. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich auch. Ich habe niemals DS gespielt. Ich habe niemals ein DS gehabt. Also ein 3DS, aber ein DS nie. Was war da rechts nochmal? Was hat das blockiert? Ach ja, dieses Eis. Okay. Skelett. Noch ein Skelett.
Uff. Level up. Was macht das Level up? Erhöht es auch meinen Schaden? Nee, da muss da auch Stärke erhöht werden. Ne? Da muss es da stehen. Aber doch, der Knochen macht jetzt 18 anstatt 16. Kann natürlich auch dran liegen, dass ich jetzt das Skelett hier auf Level 5 habe, ne? Es ist halt stärker dadurch geworden. Hat andere Sprite? Ja, stimmt, ist größer geworden. Aber das ist ja eigentlich ein ganz geiles Konzept. Aber irgendwie fühlt es sich an, als sei das alles überhaupt gar keine Challenge. Sagte er und bekam sehr viel Damage. Wow, okay, ich brauche hier das Eis. Sonst komme ich nicht weiter. Das ist das Schnellste. Bloodstained, doch. Bloodstained habe ich gespielt. Level up. Also meine Stats verändern sich überhaupt nicht. Ich habe jetzt extra da oben hingeguckt. Piroshki. Doch, aber ich mache mehr Schaden. Gefüllte russische Teigtasche. Ich kenne nur Pirogis. Die polnischen Dinger. Boah, die würde ich gerne mal wieder essen. Retro-Dienstag oder einfach so, weil das heute rausgekommen ist und wir das in der Direct gesehen haben. Ich, die Collection. Und ich war sehr angetan, muss ich gestehen. Ich will natürlich jetzt noch mehr Skelette killen für das Level Up. Starte jetzt mal links. $3000, also ich hätte einfach jetzt so hart shoppen können. Ist gut, den Damage sollte ich nicht nehmen. Die Mucke passt aber irgendwie gerade nicht, oder? Ist das eine Schleife? Schal. Ein gestrickter Wollschal. Con. Konstitution? Da komme ich nur von der anderen Seite wohl durch. Ja, die Musik finde ich gerade auch nicht besonders toll.
Oh. Ich glaub's nicht. Ein kleiner Golem. Sieht auch so nach Secret aus. Fünfundzwanzig, okay. Oh, Frankie? Okay, der hält was aus. Alter, sieht das geil aus. Jetzt habe ich nochmal Skelett bekommen. Ich muss das jetzt nochmal schnallen. So, jetzt habe ich Skelett 6. Was heißt 2 von 3? Also brauche ich davon immer irgendwie eine bestimmte Anzahl, dass es dann auf Level 3 geht? Und jetzt bin ich ja gerade, also es ist ja jetzt quasi das zweite Level von dem Knochen. Warpraum, stell dich vor das Gerät. Okay. Oh, nice. Testen wir mal. Kann ich zu dem Shop da unten jetzt? Da links muss es auch noch irgendwas geben, wo ich noch nicht war. Hier. Ah, okay. Crazy, ich liebe das Game hardcore. Ich habe gerade die neue Mystic News reinbekommen. Da geht es um echte Monster. Ich glaube, da stehen auch lokale Nachrichten drin. Soll echt gut sein. Okay. Also, willst du sie jetzt kaufen? Ich kaufe sie auf jeden Fall mal. Die habe ich. Habe ich die nicht auch gekauft? Ah, Inventar 1. Da steht es ja. Ein gewöhnlicher Anhänger. Erhöht das Glück. Mhm. Bumerang würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist ja vollmächtig. Hä? Muss ich den nicht fangen? Dann macht natürlich ein bisschen wenig Schaden. Ja. Aber schon gut. Ne, ein weiter drüber ist der Warbraum. Wie war das, wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Hahaha. Weiter runter. Hier weiter nach rechts vielleicht. Oh, der macht ja gar keinen Damage. Ja,
der Knochen. Der haut rein. Hier war ich auch noch nicht. Oh nein. Ah, jetzt kann ich die Tür vielleicht von der Seite aufmachen. Nee, kann ich nicht. Okay, keine Ahnung, wie man diese Dinger aufmacht. Also hier ist der Bumerang ja wirklich komplette Scheiße. Springen ist doch so ein Trick, oder? Ein Castlevania-Trick zum Canceln. Weil das ist sonst am Stehen die schnellste Art, den zu greifen. Speedrun-Strats. Sozusagen. Egal, Jan, moin. Du! Ah, da bist du ja, wie ich es vorgesehen hatte. Celia Fortner. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Dieser Typ soll der dunkle Herrscher sein? Pah, gehst du schon wieder nur nach dem Äußeren? Hm, du bist so oberflächlich. Wie war das? Hm, ich sag's nur, wie es ist. Dmitri. Dario, Dmitri, Schluss jetzt, alle beide. Pah. Bitte entschuldigt, ihr Benehmen. Willkommen in unserer Kirche. Du scheinst mich erwartet zu haben. Du fürchtest, dass du all das, der du bist oder sein wirst, andere gefährdest. Hab ich recht? Ja. Ich bin auf deine Masche reingefallen. Warum wolltet ihr den dunklen Herrscher wieder erwecken? Es geht uns nicht um den dunklen Herrscher als solches. Gottes Güte ist erst durch die Existenz eines wahrhaft dunklen Wesens vollkommen. Das ist aber nicht mein Problem. Bräuchte diese Welt ein dunkles Wesen, dann gäbe es bereits eins. Normalerweise läuft es doch so, oder nicht? Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Fakt ist allerdings, dass die Macht der Finsternis immer mehr schwindet. Der dunkle Herrscher muss kommen, und zwar so bald wie möglich. Was soll das etwa heißen? Mir reicht's jetzt. Machen wir den Freak fertig. Auf der Stelle. Nicht so hastig. Er wird versuchen, mich so oder so aufzuhalten. Kein Grund zur Eile. Hä? Was soll das nun wieder heißen? Es liegt jetzt bei uns. Wir können ihn vernichten, wann immer wir wollen. Korrekt. Und gleichzeitig werdet ihr damit auf die Probe gestellt. Verstehe. Moment, auf die Probe gestellt? Wieso? Davon weiß ich ja gar nichts. Sag mal, bist du wirklich so blöd? Es gibt nur einen dunklen Herrscher, aber zwei Jünger. Dich und mich. Toll, das weiß ich auch. Dann denk doch mal nach, du Hohlkopf. Wer diesen Jungen besiegt, wird der dunkle Herrscher sein. Ach, so ist das, okay. Jetzt habe ich's kapiert. Das wird ein Spaß. Beim nächsten Mal mache ich Kleinholz aus dir, Freak. Hallo, Legarian. Ich ziehe mich ebenfalls zurück. Im Moment werde ich hier wohl nicht gebraucht. Das sind also die Jünger des dunklen Herrschers. Korrekt. Sie wurden exakt zum Zeitpunkt von Draculas Niedergang geboren. Sie sind die Erben Draculas dunkler Mächte. Das allein heißt aber noch nicht, dass sie der dunkle Herrscher werden können. Sie können. Durch die Zerschlagung von Draculas Seele. Wenn du mich wirklich aufhalten willst, ich werde oben auf dich warten. Vielleicht ändere ich meine Meinung, wenn du meine Fallen erlebst. Sehr gerne. Oh, hier brauchen wir wieder ein Siegel. Mein Gott. Das könnte wirklich ein gutes Spiel sein. Spürt man einfach direkt. Okay.
Okay, easy. Ach so. Oh. Schade, habe ich das nicht richtig gemalt. Finsterblickriese. Touchscreen berühren, um Blöcke zu zerstören. Fähigkeit taktische Seele. Wirksamkeit automatisch, muss nicht angelegt sein. Aha. Touchscreen berühren, um Blöcke zu zerstören. Doch, man muss noch zeichnen. Jetzt kann man es mit dem rechten Stick machen. Kann man den noch schneller machen? Ich habe das Gefühl... Ja, die Geschwindigkeit. Touch-Cursor-Geschwindigkeit. Ah, ich muss reindrücken. Ah, ja, perfekt. Alter, das ist so gut gelöst, Leute. Bleibt der jetzt auch? Ja, der bleibt so schnell. Also... Kann echt nichts sagen, oder? Das ist ja wirklich ein super Port. So, ich könnte jetzt hier links weiter. Ich glaube, da wurde ich auch blockiert. Ich weiß nicht, ob ich durch eine Tür blockiert wurde oder durch das Eis. Durch die blauen Steine. Die Mucke finde ich nur irgendwie weird. Fällt mir nicht so. Kannst du gar nicht meckern, oder, Tequila? Ah ne, hier war so eine scheiß Tür. Ja, da kann ich nichts machen. Ja, da brauche ich irgendwas anderes. Ist auf jeden Fall eine coole Collection. Also, ich denke, dass sich das lohnt, die zu haben. Und läuft halt wirklich super gut. Ja, die Advanced Collection sollte ich auch mal spielen, das stimmt. Ah, guck mal, ist... Ah, ne, ich dachte, ich habe kein Knockback mehr. Es könnte sein, dass hier wieder die Steine im Weg waren. Ah, das macht auch Damage. Tatsache. Hier waren die Steine im Weg. Ja, das war dumm. Das ist doch voll gut gelöst mit dem rechten Stick. Okay. Okay, unmöglich. Schrott gelöst. Rotierenden Speer angreifen. Ja. Okay, mit dem Touchpad kannst du es vergessen. Ja, so viel dazu. Na, jetzt wird es nämlich schon langsam knifflig. Ja, das kannst du vergessen.
Ja, jetzt sieht man, dass es vielleicht doch nicht so perfekt gelöst ist. Wie soll das gehen? Oder du bist halt... Also hier hasse ich das Touchpad jetzt. Das könnte gehen vielleicht, ja. Stimmt, die Switch hat einen Touchscreen. Meint ihr, der funktioniert dann auch? Wahrscheinlich ja, ne? Gart des Wahns. Skeleran. Wurffähigkeit erhöht. Warte mal, oder habe ich jetzt... Was ist denn bei Zauber? Ah, das sind Passive da unten, ne? Und hier wird jetzt die Range Attack wahrscheinlich einfach erhöht. Elf? Sieben. Ah ja, okay, verstanden. Das ist ein Passiv, das erhöht einfach die Wurffähigkeit. Oh, ich kann auch schneller werfen, oder? Ja, ich kann zwei werfen jetzt. Okay. Das kann ich aber nicht leveln, ne? Oh, was ist das? Magiesiegel 2. Ui, jetzt will ich Une auf Gegner werfen. Une. Ich kann so eine Pflanze jetzt werfen. Okay, fühle ich jetzt irgendwie nicht. Brustpanzer hatte ich, glaube ich, schon, ne? Ja. Panzer zweimal. Kann ich also verkaufen. Ja,
Naja, gut, ist schon nicht schlecht, die Pflanze am Boden. Ja, aber der Knochen gefällt mir, glaube ich, doch besser. Ja, es kommt auf den Gegner an. Alter. Da komme ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres hin. Oh, eine Mimik. Okay, ich bräuchte mal Heal. Vielleicht muss ich noch mal in den Laden. Alter, das sieht alles so gut aus. Pflanze ist gut gegen so statische Gegner. Oh, was haben wir da? Ganz viel Geld. Florett. Ein kleines Schwert. So, und jetzt kann ich natürlich wieder hier auf Golem gehen, weil das erhöht die Stärke. Rikuda, Blitze beschwören. Nee, das gefällt mir nicht so gut mit den Blitzen. Ich glaube, der Knochen war immer noch am besten. Aber habe ich jetzt halt auch einfach auf Level 6 schon. Gar nicht mal so geil. Was ist das? HP ab? Seele und Ausrüstung mit Dreieck wechseln. Mit Ausrüstung zwei Ausrüstungen auswählen. Was? Nein! Okay, das ist ja ultra geil. Okay, das heißt, ich habe das hier, ist jetzt das Range-Ding. Und da werde ich hier, ja, den Blitz nehmen. Hier, die Fleder. Ah, gut, der Flugritter schon immer am besten. Und hier den Bumerang. Alter, okay, das ist ja geil. Du hast zwei komplette Sets. Geht mir auf den Sack mit seinen Fässern. Okay, da geht's noch lang, aber hier unten war ich noch nicht. Ich hätte auf jeden Fall gerne nochmal einen Shop. Oder den einen oder anderen Trank. Schnecke.
Aasfresser als Vertrauten beschwören. Ich muss ich gleich mal heilen. Mann, wie komme ich denn da hoch? Ich könnte hier auch noch nach unten. Okay, ich brauche dringend mal Tränke. Gab's gerade kein Release bei den Suikoden HD? Da gab's kein Release-Datum, ne? Ich weiß nicht, ob ich den Blitz cool finde. Was ist das? Soll das denn gehen? Weiter. Gerne mal speichern. Hier geht schon ins nächste Gebiet. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ah, der Blitz ist schon nicht schlecht. Oh Gott, ich will speichern. Eieiei, das sieht hier alles gar nicht gut aus. Eieiei. Boah, nee. Nee. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Ja, aber geile Optik. Wirklich Peak-Zeit, dieses DS. Dieser DS-Flair ist einfach so übertrieben geil. Weiter. 67. Oh, sehr gut. Ich glaube, ich gehe erstmal in dem anderen Gebiet nochmal ein bisschen weiter.
Ah, wieso nicht? Ich hab's auch heute installiert. Muss ich gestehen. Hab ich auch ein bisschen gehuckt. Also diese Fässer sind echt schlimm. Ja, was heißt Shadow Drop? Ne? Ja doch, so eine Collection war in der Direct. Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich muss da rechts schon weiter. Dieke, danke für deinen T3-Sub im 77. Monat. Yo, ey. Leco mio. Ah, hier war ich, glaube ich. Nicht. Noch eine weiter runter, eine Etage. Und dann rechts. Wechseln ist echt ein Game Changer. Hier war ich noch nicht. Aber hier fehlt mir das Siegel. Okay. Da ging es auch nicht mehr weiter. Ging es da noch unten? Frage ist, ob es hier noch weiter ging. Hier geht's runter. Da war ich. Hier war ich nicht. Ich komme wieder ins andere Gebiet wahrscheinlich. Dämonenherberg. Okay, die sterben jetzt ja alle super easy hier. Und hier komme ich wieder nochmal ins andere Gebiet. Also ich gehe hier einmal komplett durch, aber hier war ich auch noch nicht. Kann ich das jetzt vielleicht von der anderen Seite öffnen? Alter, die sterben ja alle einfach instant. Ja, jetzt kann ich dieses Tor hier öffnen. Okay, das ist so eine Art Shortcut. Nee, lass mal. Geht's nicht weiter. Ich glaube aber hier, gleich nach unten, da war das Eis im Weg. Das kann ich jetzt wegmachen. Vielleicht kriege ich da das andere magische Siegel. Jetzt gleich nach unten gehen, dann nach rechts. Das nervt hier. Warum bleibt die nicht einfach auf? Welchen Grund sollte ich haben, es zuzumachen? Ah, weil ich dann da runter kann. Das kann ich nämlich jetzt gerade eben nicht. Okay, ist der Weg natürlich ätzend. Egal, ich geh jetzt hier durch. Ja, kann man machen. Boah, der Weg ist jetzt aber sehr nervig. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, nur um dieses Eis zu suchen. Aber das war ja das letzte Key-Item sozusagen, das ich bekommen habe. Das
Deswegen bestimmt nicht das Dümmste, was man machen kann. Was war denn hier ganz rechts? Schon gut am Rumirren. Level up. Nee, Level up spürt man irgendwie nicht. Das ist mein Manko an dem Spiel. Ja, schlau. Das war mega geil. Hä? Hab ich das vorhin gemacht? Das war nämlich nochmal ganz rechts. Wow. Wir können auf jeden Fall Zombies farmen. Oh, und Klamotten scheinbar. Da kann man eigentlich voll abusen. Aber jetzt, oh, da war sogar eins und ich hab's nicht gekriegt. Hier könnte ich Zombies aufleveln. Ja. Zombie. Ah, das ist geiler so? Ich glaube ja. Infinite Money Glitch. Noch ein Zombie. Sehe ich, wenn ich ein Zombie Level Up habe? Komm, zweimal noch. Steht doch, was die für Objekte droppen können, sehe ich gerade. Eins will ich noch. Ja. Zombie. Was ist da neu? Achso, Bibliothek. Ja gut. Wie gut ist der Zombie jetzt? Oh ja. Schon weh, ne? Oh, Skelett, sehr gut. Das ist nämlich der Knochen. Haben sie das nicht vorhin irgendwie gemacht? Scheinbar nicht. Eins zu tief. Ja, früher die R-Taste halten. Aber so geht's doch auch. Muss ja hier einfach nur hoch. Das wäre eh der bessere Weg.
hier ist falsch. Ja, ich weiß nicht, ob ich da hochkomme überhaupt. Diesen Turm hier. Den. Schlechter. Gegner mit schnellen, geraden Niederstrecken. Okay. Einfach so ein Super Power Punch. Wow, 105. Okay, so bringt's halt leider nichts. Ist nicht schlecht, der Skill. Muss ich sagen. Müsste halt irgendwie nach oben kommen. Aber das geht nicht mehr, deswegen muss ich die Brücke doch unten lassen, ne? Nice, nochmal Skelett. Immer noch Level 2 von 3. Okay, bin noch ein bisschen lost gerade. Dieser Weg da über mir, der noch dunkel ist, der hatte auch das Eis. Mhm. Miralia habe ich noch nie gespielt, aber ich finde es mega. Ah, hier war ich auch noch nicht. Blöd. So viele Safe-Räume, die ich übersehen habe oder geskippt habe. Hier ging es auch nicht mehr weiter. Nee. Hier brauche ich Wasser. Nee, hier muss ich schwimmen können. Dark Raver, moin. Alter, dieses. Morgen gibt's Banjo-Tooie. Geht's weiter. Hier war ich nicht. Ah, ein Warpraum. Ja, den hätte ich mal längst haben sollen. Ey, so ein Scheißdreck. Nee, war noch nicht durch. Obwohl ich das hier auch gerade ziemlich geil fand, das haben sie nämlich heute Shadow Drop-mäßig in der Nintendo Direct einfach released. Diese Castlevania Collection hier. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich die Zugbrücke wieder runter mache, weil. Oder hoch mache, weil dann kann ich da unten rein. Und da ist definitiv diese Eiswand gewesen.
wahrscheinlich schon eine Weile. Voll auf einen Zug. Anger. Woran liegt's? Also ich find's halt leider nur aktuell noch ein bisschen sehr simpel irgendwie. Also die Gegner fühlen sich wirklich nicht wie eine Bedrohung an. Alles platzt irgendwie sofort. Hier hin und versucht da runter zu kommen. 25 Euro? Ist halt jetzt auch nicht zu teuer. Würde ich mal behaupten. Platzen die Gegner alle so super stumpf. Hier war ich noch gar nicht, ich Noob. Doch, hier war ich wohl. Genau, und ich meine, hier gab es dieses Eis, das ich jetzt wegmachen kann. Hier direkt. Ja. Ah, okay, dumm. Ich muss mir einen Weg bauen. Jetzt gibt's hier einfach nur eine Waffe oder so ein Scheiß. Cool, ich habe ein Kampfmesser. Ja gut, was soll ich sagen? Hat sich ja wirklich super crazy gelohnt. Der ist natürlich jetzt auch falsch ausgerüstet. Tja, okay. Dann komme ich jetzt gerade gar nicht weiter. Dann muss ich da rechts durch das Gebiet gehen. Ja, das heißt, ich gehe wieder zum Port. Ja, das finde ich auch irgendwie sehr, sehr komisch. Mit dem Touchscreen, wie man das Eis so einfach weglöscht.
Nein, die Katzen müssen leider sterben. Ah, Kampfmesser nicht schlecht. Macht halt ein bisschen wenig Schaden natürlich, aber... Okay, jetzt gehe ich rechts. Hier geht's nicht weiter. Okay, das Messer nicht gut gegen Skelette. Das sieht man ja da oben. Stichschaden, nix gut. Diese. Jetzt brauche ich gleich mal hier. Mist. Aber ich habe noch so eine Hähnchenkeule, die wird mich wahrscheinlich ein bisschen heilen. Oh, nice, den Blitz nochmal. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ach, das hat Schaden gemacht. Okay, nehme ich jetzt in dem Setup hier den Bumm, den Knochen oder den Blitz? 2 von 9. Ist er jetzt schon besser? Weiß ich nicht. Schon ätzende Gegner jetzt hier. Oh, jetzt habe ich so eine Art Chain Lightning gehabt. Ja. Ist das jetzt, weil der Level up hatte? Alter. Alles platzt. Oh, die besten Castlevania-Gegner. Oh, ich habe L2 gedrückt. Boah, 2000. Sieht aus, als sollte man ihn farmen. Oder? XP gibt der 508, brauche ich jetzt noch. Boah, fast 100, ey, Alter, okay.
Okay, super nerviger Gegner. Okay, ganz schlimm. Da, Explosionsschaden. Oder Feuer. Dieser robuste Umhang ist besonders bei Reisenden beliebt. Level up, aber das bringt mir nichts hier, ne? Nee. Nein, er hat mir eine Seele gegeben. Oh mein Gott. Roter Schal. In Barbarikia verwandeln. Okay. Das wieder wegmalen kann, ja. Okay, kriege ich das da unten irgendwie weg jetzt schon? Ja, mit dem Ding bestimmt, ne? Das sieht halt echt so aus. Nee.
Ich glaube ja, den ersten Bosskampf hatte ich schon. Hä, warum ist das jetzt passiert? Weil da Knochen drauf waren. Boah, 66 Schaden, Alter. Bade. Der Damage. Aber dann würde ich mal eher hier rein. Oh. Geil ist das jetzt auch nicht. Ah, schon stark. Und viel Reichweite. Mit dem Special hier. Was ist das eigentlich, der Kreisangriff? Ist einfach so ein Crit oder was? Ich kann wahrscheinlich den Bumerang auch mal langsam upgraden. Mit den Seelen. Okay. Okay, ich brauche dringend mal einen Shop. Shop. Ja, Pixel, Ausrufezeichen Pixel Perfects. Ihr könnt euch bewerben für die Polaris in Hamburg.
Die Bewerbungsphase wird auch nicht lange sein, das kann ich schon mal sicher sagen. Hier brauche ich wieder irgendein Siegel, das ich nicht habe. Ne? Woher weiß ich denn, welches ich habe? Ach doch, das habe ich ja jetzt bekommen. Von dem Boss. Das Zweier-Siegel hier. Oh oh, Bossfight? Ich hoffe nicht. Oh Gott, dann bin ich tot. Oh, bitte entschuldige diese unschöne Szene. Du bist ein Jünger des dunklen Herrscher. Dimitri Blinov. Du hast gegen einen Dämon gekämpft. Bist du Celia etwas abtrünnig geworden, etwa? Du ziehst falsche Schlüsse. Das ist bloß ein Ritual, um mehr Macht zu erlangen. Ein Ritual? Du hast es doch gesehen, nicht wahr? Wenn du etwas mehr Grips hast als Dario, solltest du meine Fähigkeiten erkennen. Das ist es also. Die Fähigkeit, magische Angriffe zu kopieren. Oh, gut beobachtet. Also, da uns jetzt niemand mehr stören kann? Immer langsam. Ich wüsste nicht, warum ich gegen dich kämpfen sollte. Gibt es denn einen echten Grund, warum du dich an Celias Plänen beteiligst? Nicht im geringsten. Na also. Allerdings habe ich diese Macht und ich will absolut alles darüber wissen. Das ist doch nur zu verständlich, oder? Und deshalb willst du der dunkle Herrscher werden? Ja, und? Meine Macht auszubauen wird mir endlich Antworten liefern. Lass uns zur Sache kommen. Scheiße, ich habe halt keinen... Hier, ne? Kandidatengraf. Okay. Es ist vorbei. Sieht aus, als hätte ich den Kürzeren gezogen. Ich werde dein Leben verschonen. Gib einfach auf. Du wagst es, mich zu bemitleiden. Schon bald wird man dich bemitleiden. Guha. Was? Er ist tot? Das kann doch nicht sein. Okay, das war super easy. Aber gut. Was war das denn? Ist da etwa eine menschliche Seele in mich eingedrungen? Nein, ich habe keine neue Macht. Aber was war das für ein Licht? So. Kann ich jetzt mal speichern? Nein. Ich krieg auch nie mein Ziel. Das Game ist unendlich. Ich will einfach nur mal speichern und einkaufen vor allem. Ja, ist krass, ne? Oh nein. Ich will doch nur einkaufen. Oh nein. Alter, was passiert denn jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich jetzt echt laden? Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, dann ist das Game hiermit für mich gelaufen. Ja. Darauf habe ich jetzt keinen Bock, Leute. Naja, ich bin gestorben, man konnte nicht speichern. Das ist halt übel. So.
Zurückspulen geht, ja, aber das mag ich nicht. Ah, das geht natürlich nicht. Ja, man ist zwar schneller, ich weiß, ich bin ja jetzt auch ruckzuck eigentlich wieder da oben, weil ich ja jetzt weiß, wo ich hin muss. Aber die helle Bade zum Beispiel von unten habe ich jetzt nicht mehr, die XP habe ich nicht. Ah, oh, es fühlt sich schon echt lausig an. Mein Gott, wie viel Schaden ich jetzt hier von der Tante lasse. Denn oben hier war ich da überhaupt? Oh, lol. Bitter. Diese Seele haben. Naja, der Klassiker. Ist es okay? Ich glaube, so viel war das jetzt nicht. Was warte ich für ein Level, als ich gestorben bin? Die helle Bade habe ich jetzt nicht, aber ich weiß auch nicht, ob die jetzt perfekt war. Leute, ich hole mir mal ein Getränk und dann gehe ich nochmal zum Boss. Ich finde es zu cool, ich will es jetzt nicht wegskippen. Ich glaube, so viel ist auch gar nicht passiert. Naja. Ich mach kurz Pipi, bin in 2 Sekunden wieder da. Und dann geht's weiter. Bis gleich. Modus auf jeden Fall. Hurri! So, direkt noch zügig eine Kleinigkeit gemampft. Okay, dann gehen wir nochmal zu dem Noob-Boss. Da kommt ja nichts. Der war unten, ne? Was war denn hier nochmal? Obwohl, die hätte ich gerne. Diese Seelen hätte ich gerne. Oh, da habe ich sogar eine. Mini-Teufel als Vertrauten beschwören. Ich glaube, das ist gut. Ach, ich kann da drauf, lul. Das klappt nicht. Der macht so einen Bock. So ein geiles Kampfsystem. Alles geht so richtig schnell. Fühlt sich echt übertrieben gut an.
wir hier den Flugritter jetzt? Ach, der Flugritter ist ein... Hä? Hä, wie kriege ich den denn jetzt? Bin ich doof? Wie mache ich denn nochmal das Blaue? Ja, nicht Flugritter, ja, ich bin doof. Der macht mir alles nach. Alter. Alter! Gerade war er einfach free, dieser Boss, und jetzt ist er unbesiegbar. Jetzt habe ich auch den Mini-Teufel nicht mehr. Uff. Nick79i, danke für dein Subgeschenk. Ja, wie viel Schaden? Hallo! Oh mein Gott! Junge, Junge, ja. Wukong hat super Spaß gemacht. Okay, jetzt geh ich auf jeden Fall speichern. Komischer Weirdo-Fight. So ein kleiner Penner. Soll ich da gehen? Sieht fast ein bisschen nach Abuse aus, ne?
Okay. Wie war das? L1? Oh, ich weiß es nicht. Na super. Wo startete das? Oben rechts? Ach Mann, Alter. Alter, Junge. Dieses Siegelsystem ist wirklich der absolute Schmutz. Längst zum Shop gehen müssen. Ich wette, ich kann den Bumerang upgraden, das Messer hier und so. Also oben rechts, unten links. So ein dummer Abuse. Rechts. Junge. Doppelsprung. Oh mein Gott. Jetzt ist das Game ja einfach durch. Okay, Kreole. Intelligenz geht hoch. Nee, auf keinen Fall. Ja gut, aber der Double Jump macht natürlich wieder ein bisschen was auf. Aber erstmal speichern. Ich würde auch nochmal so einen Teleporter-Raum gerne haben. Ich weiß nicht, ob da oben was war, aber ich glaube nicht. Kleine Lücke, oder? Wo ich nicht durchkomme. Ja. Ah, was komme ich hier hin? Nervennahrung plus. Schweine. Für heute ja, auf jeden Fall. Heute gibt's kein OOT-Rando. Es wurde halt dieser Shadow Drop ist hier announced worden. Und da war ich halt direkt Feuer und Flamme, muss ich sagen. Ui, was hab ich jetzt für eine Seele? Hexe. Magische Geschosse feuern, um Ziele zu lokalisieren.
Kraftgürtel. Das klingt nach Attack Power. Jawohl. Glaube ich ganz gut, die Hexe. Braucht doch nicht so viel Mana. Uff, Alter, ja, das ist ja mega strong. Ui, was ist das? Ringrüstung. Boah. Gab's hier noch was? Nee. Boah, ich liebe das Game. Das ist ja der absolute Oberhammer, ey. War ich vorhin überhaupt schon. Und hier war auch nichts Besonderes mehr. Ne? Ich weiß nicht, ob hier ein Teleporter war. Ich glaube, das war der bessere Reisecape. Nee, Schrott. Ich muss unbedingt mal zum Shop. Mist, da komme ich nicht lang. Ja, die Collection, absolutes Must-Have meiner Meinung nach. Es ist so gut. Alter, der Schuss ist ja unglaublich von der Hexe. Die Hexe muss ich, glaube ich, mal farmen. Oh, kann man auf jeden Fall nichts sagen für 25 Euro. Wieder. Okay, jetzt habe ich wieder alles, was ich vorher hatte.
Wow, der Double Jump ist natürlich jetzt ein absoluter Game Changer. Hab ich den gerne hätte. Er gibt halt so viel XP, der hat eine Waffe getroffen. Alter, hier kannst du ja farmen ohne Ende. Brauchst halt nur ein bisschen Mana. Die Seele von dem. Alter, die XP, die der gibt. Ich spiele es jetzt auf der PlayStation, aber gibt's für alles. Also Steam, ne? Oder auch, oder war Steam nicht? Gibt's für die Switch? Da ist wahrscheinlich auch super. Ich spiele es jetzt auf der PlayStation 5. Hier war... Ach ja. Alter, ist das krass. Okay, jetzt kann ich nur hier lang. Dann gehe ich speichern. Oh, die Hexe. Soll die eigentlich farmen? Anchor Souls. Ups. Okay, aber die ist auch gefährlich. Oh, da habe ich wieder eine Hexe. Aber eins von drei. Das heißt, man braucht davon mehr. Vor allem kann ich hier durchgehen, krieg wieder so viel Mana durch die Herzen hier. Naja, die Dancer Souls muss man farmen. Schon zu viel wegzieht. Ich meine, ich guck's mir mal an, aber normalerweise ungenießbare Nahrung verzehren. Ah, okay, das ist ein Passiv. Dann kann ich hier das alte Fleisch essen und werde geheilt, zum Beispiel. Anhänger. Glück. Fisch.
Grind is real, so ein bisschen, ne? Muss hier in meinem Dust-Setup auch. Das Skelett brauche ich hier nicht mehr. Die Hexe ist der Überskill. Noch ein Anhänger. Ui, was ist das? Zauberrobe. Das könnte wahrscheinlich auch praktisch sein. Int geht hoch. Jetzt ist wahrscheinlich der Skill hier, dieser Hexenschuss, jetzt nochmal viel stärker. 23, was habe ich da vorher gemacht? 15. Geil, Umbruch. Ja, okay, 60 jetzt. Ui, da, Hexe, sehr gut. Altes Fleisch. Das heißt, ich könnte jetzt mal hier kurz Golem, ne, Ghoul. Jetzt kann ich Fleisch essen. Geil. Ist ja eigentlich gut. Musst du ja nur einmal haben. Und die Hexe ist immer noch auf Level 1. Ich will ein Level up. Alter, ist ja echt übelst geil, das Game. Sound ist bei der Hexe. Also die droppen gar nichts, diese Tänzer. Also die droppen die Seele nie. So, jetzt reicht's aber langsam. So reicht. Die Hexe. Und ich will mal unbedingt nochmal zu dem Shop, um zu schauen, ob ich hier nicht nochmal den Bumerang verbessern kann. Ja, es wurde heute in der Nintendo Direct nämlich eine neue Castlevania Collection angekündigt, nämlich diese hier. Oder The Shadow Dropped. Und dann habe ich sie sofort gekauft und bin reingegangen. Eigentlich wollte ich Ocarina of Time Randomizer spielen, aber... Tja. Mann, ich will einen Hexenskill noch.
Nochmal eine Hexe. Aber es ist immer noch 1 von 3. Kann man sehen, wie viel man braucht, damit es levelt? Claudia, danke für 69 Monate. Ja, ist mir klar, dass der Drop random ist, aber das ist ja jetzt die Stufe 1 dieses Zaubers. Es kann ja auf Stufe 2 gehen, aber ich weiß nicht, wie viele ich davon brauche. Das kannst du sehen. Und wie? 0 oder da steht Level 1 von 3. 20 oder steht da 20 mal benutzen? Hexe. Jetzt habe ich Level 2 von 3. Ich glaube, es fliegt schneller. Ui, hier. Glück erhöhen. Das ist wahrscheinlich ultra gut. Nochmal. Muss ich natürlich equippen. Ist das so selten? Aber dann habe ich nicht mehr den Buff für meinen Wurf hier. Also soll ich das ausrüsten, meint ihr? Das stimmt, ich sollte gleich mal speichern. Ich geh gleich mal zu dem Shop. Ich hatte ja hier einen Teleporterraum. Komm. Der Shop war hier. Könnt ihr hier mal speichern. Gute Frage. Das ist Dawn of Sorrow. Ja, Dawn of Sorrow. Nee, das ist doch Dawn of Sorrow, oder nicht? Oh, hier. Davon muss ich ein paar kaufen. Oh, Schlosskarte 2. Sehr gut.
Ah, guck mal, ein bisschen was. Pistole? Was? 12.000! Aber ich kann so viel Scheiß verkaufen. Oh ja. Pistole? Ich kauf mal Pistole. Was? Hä? Wie heißt dieser Typ noch gleich? Hammer? Ist er dir irgendwie zu nahe getreten? Er scheint oft zu mir rüber zu starren. Ich glaube nicht, dass er nur zufällig starrt. Weil wir Nachbarn sind, lächle ich meist zurück, aber er schaut immer weg. Hat er was gegen mich? Nein, das bildest du dir sicher nur ein. Er wird nur so vor sich hin starren. Ich kann ihn ja mal bei Gelegenheit drauf ansprechen. Wirklich, Dankeschön. Was kann ich heute für dich tun? So, Waffenherstellung. Hier kann ich die Hellebarde herstellen. Bombenritter. Ein Katana kriege ich daraus. Lanze 35 Damage. Alter, ein Katana. Aber da brauche ich einen Bombenritter für, den habe ich nicht. Was macht denn das hier? Diese Seelenfressfestsetzung. Chat, könnt ihr mir das mal erklären? Ich weiß nicht, ob das zur Wurffähigkeit gehört. Die Knarre. Nee. So, jetzt kann ich ja nach oben wahrscheinlich mit dem Double Jump. Michael ist mein Name. Hat mir keinen Spaß gemacht. War viel zu hart. Und ich habe schon gehört, Jambo ist seit 15 oder 20 Stunden bei einem Boss. Also. Ist nicht mein Ding. Ich weiß auch noch nicht, ob ich so liebe, um ehrlich zu sein. Die Knarre. Das Messer ist jetzt am coolsten. Das Katana wäre bestimmt noch cool.
Naja, scheiße ist ja nicht. Ui, der Wolf. Wag, Reißzähne gegen Feinde einsetzen. Ui, nochmal ein Wag. Oh, sag ja, das, ich glaube, jetzt merkt man das Glück. Das bringt nichts. Aha. Ui. Purpur Cave. Ist das hier? Ja. Defense hoch. Nee. Mist, da komme ich jetzt ja nicht mehr lang. Unten waren die Türen. Das ist ein Teleporterraum. Tja, erstmal, wo ich da hinkomme, Gerrit. Ui. Skelettschütze. Pfeile mit tödlicher Genauigkeit verschießen. Und eigentlich auch ganz gut. Ja, klar. Free DLC. Mega gut. Was war hier? Hier war das Wasser, ne? Ich glaube, ja, unten links. Guten Abend auf die Runde 30. Das Game ist ja wirklich der absolute Hammer. Muss ich sagen. Jotunheim, Dankeschön. Also ich liebe wirklich alles an diesem Spiel hier gerade. Ich hätte auch porten können. Ja, okay. Dumm. Ja, ich weiß. Der komische Dash. Den man einfach niemals braucht. Ach, das ist gar kein Port, ich Idiot. Doch, irgendwo. Haben wir eigentlich. Oh, wir haben schon 20 Uhr. Krass. Wir machen auf jeden Fall heute einen Race. Janini, hallo. Ui, wen? Katoplebas. Atem mit versteinernder Wirkung einsetzen. Das hatte ich noch nicht. Elfenbogen.
Aasfresser? Mhm. Wow, wie viel Int? Was? Okay, jetzt ist mein Hexenskill ja komplett OP. Wow. Okay. Endlich am Ziel. Du hast den Bogen wirklich überspannt, Freak. Wie bitte? Dimitri, ich rede von Dimitri. Ich wollte deinen Freund nicht töten. Irgendwie habe ich das auch gar nicht. Hä, spinnst du? Ich wollte den arroganten Mistkerl selbst kalt machen. Es macht dir nichts aus, dass dein Freund tot ist? Der? Pah. Soll das ein Witz sein? Ach, vergiss es. Warum bist du so scharf drauf, der dunkle Herrscher zu werden? Sieh dir doch nur mal diese Macht an. Noma Brain, danke für 52 Monate. Dankeschön. Kannst du dir vorstellen, wie cool es wäre, noch mächtiger zu sein? Du bist verrückt. Und du jammerst zu viel rum. Los jetzt, Freak, ich mach dich fertig. Tränke gekauft, ich Idiot. Was war hier? Ach so. Okay, okay. Mann, dass man so lange... Okay. Die Sache mit dem dunklen Herrscher kannst du vergessen. Ein Freak wie du, so leicht kommst du mir nicht davon. Das reicht jetzt, Dario. Celia, versuch nicht mich aufzuhalten, das ist eine Frage der Ehre. Ich weiß, aber ich will nicht noch den letzten Jünger verlieren. Wir werden jetzt erstmal verschwinden, ich habe einen neuen Plan. Wow. Ich habe dich wohl unterschätzt, aber es ist noch nicht vorbei. Ich werde im obersten Stockwerk warten. Komm hoch, wenn du dich traust. Tja, ist jetzt die Frage, geht man erstmal wieder speichern? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich raushalten, oder? Arikado, was machst du hier? Ich dachte, du würdest Mina beschützen. Mina geht es gut, meine Kollegen kümmern sich um sie. Im Moment ist es wichtiger, dich im Auge zu behalten. Ich bin nicht der dunkle Herrscher, kapierst du das jetzt endlich mal? Versteh doch, du giltst nach wie vor als extrem gefährlich. Aber da du nun mal hier bist, werde ich dich wohl nicht aufhalten können. Vielleicht kann ich deine Aktion sogar dulden, solange ich dabei bin. Außerdem können wir nicht einfach zulassen, dass dieser Kult so weitermacht. Danke, ich weiß es zu schätzen. Übrigens, Mina hat mir das hier für dich mitgegeben. Minas Talisman. Was? Ein Brief und ein Talisman?
Lieber Soma, wenn du diese Zeilen liest, bist du sicher schon hinter diesem Kult her. Das war mir schon klar, als du nach dem Vorfall verschwunden bist. So wie du dir Sorgen um mich machst, Soma, sorge ich mich auch um dich. Ich verlange nicht, dass du sofort zurückkehrst, dazu bist du viel zu stur. Aber bitte versprich mir, dass ich dich auf jeden Fall unversehrt wiedersehe. Oh, und vergiss den Talisman nicht, ich weiß, er wird dir nützlich sein. Ich werde für dich beten, für immer. Soma. Wie ist die Lage? Was hast du herausgefunden? Ja, ich beschreibe Arikado, was ich bisher in Erfahrung gebracht habe. Okay. Aber dass Selina einen neuen Plan hat, bedeutet sicher nichts Gutes. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich nach oben durchzuschlagen. Ja, tu das. Ich werde in Zwischenzeit versuchen, Dario zu finden. Ich würde gern speichern. Minas Talisman. Ja, wo kann ich hier speichern? Das ist alles scheiße. Muss zurück. Persephone, magisches Vakuum zulassen, um feindliche TP zu stoppen. Doch, ich habe noch altes Fleisch, glaube ich. Ich habe sogar ein Brathähnchen, okay. Hier weiter. Mal gucken, ob es da noch erstmal was zum Speichern gibt. Ja, auch Tatsache. HP absaugen, das klingt sehr mächtig. Was ist das denn? Und wie sauge ich jetzt HP? Tatsächlich. Okay. Kann ganz praktisch sein, glaube ich. Oh, nice. Und was ist das plus 2? Wahrscheinlich ja, ne? Krass. Ja, finde ich auch dumm mit dem Sauger, also. Thank you.
Jetzt komme ich oben rechts raus. Wo bin ich denn? Ja, unten links. Da bin ich. Okay. Aha. So komme ich oben links raus. Ist wirklich super weird irgendwie. Okay, hier muss man natürlich einen Song spielen, dann passiert irgendwas. Aber so. Noch eine Säule. Konstitution erhöhen, okay. Das hat ja nichts gebracht. Muss ich hier einen Song spielen, Leute? Ja, ne? Ich glaube, alle meine Entchen ist es einfach nicht. Oh, Skelette ran. Das ist gut, das ist der Wurfwaffen-Buff, der passive. Oh, da ist ein Warpraum. Ich glaube, dieser Fluch macht, dass ich keinen hab. Keinen Mana mehr regeneriere. Ui. Magiesiegel 3. Kann ich mir nie mehr. Jetzt kommt wieder der nächste Boss. Natürlich. Ich habe wieder nicht eingekauft. Thank you.
passiert. Wann passiert das? Okay. Boah, wie war das? Von oben nach unten, dahin, 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 oder? Ja. Uff. Mega geil, Dingo. Ich sag's dir, das ist der Übershit. Diese Collection ist der Hammer. Puppenspieler. Puppe werfen und Platz mit ihr tauschen. Oh, das ist wieder so ein Mobility-Ding scheinbar, ne? Okay, das kann ich mal ausprobieren. Ah. Okay, crazy. Ja gut. Irgendwo nach unten? Ne, hier geht's nach oben weiter. Also alles habe ich hier noch nicht. Ne? Level up. Ah, hier muss ich jetzt wahrscheinlich die Puppe werfen. Okay, das ist natürlich super. Jetzt komme ich also an diesen Dingern auch vorbei. Seelen. Wäre schon praktisch. So, da, da, da. Hier kann ich jetzt noch... Da könnte ich runter und ich kann hier nur nach rechts. Wer ist er denn? Okay, den will ich killen. So,
Manchmal würde ich die Map gerne groß machen. Hier nur nach unten. Erhöhen. Lilith. Okay. Ja, so kann ich machen. Das ist alles, was ich ändern kann, oder? Oder gibt es, kann ich noch mehr machen? Moment. Hallo! Gut, aber ist ja Quatsch, ne? Warum sollte ich das jetzt machen? Ah! Boah, ist das irgendwie cool? Nee, ne? Nee. Tatsächlich runterkommen. Ja. Okay, das muss ich gleich echt verändern. Ich kann das nirgendwo reinmachen hier. Puppenspieler scheiße. Hexe beste. Okay, jetzt bin ich hier. Sehr gut. Jetzt muss ich natürlich überlegen, wo ich nicht mehr weiterkam. Mit dem Wasser, das bringt mir wahrscheinlich nichts. Unten war das Wasser. Komme ich hier vielleicht noch weiter hoch? Ah, ich glaube tatsächlich auch hier unten rechts waren diese kleinen Lücken, wo ich nicht weiterkam. Nee. Siegel, aber das habe ich ja jetzt, das passende wahrscheinlich. Ne, immer noch nicht. Nee, okay, scheinbar nicht. Dann vielleicht da oben. Da gleich hoch. Komm ich da irgendwie hoch? Komm ich denn da lang? Naja, weil hier sieht es jetzt auch eigentlich aus, als ging es nicht weiter. Also hier hätte ich alles. Das hier ist auch dumm. Wie geht denn das? Brauche ich da eine gewisse. Da brauche ich wahrscheinlich ein gewisses Glück. Da brauche ich irgendeine Glücksschwelle.
Rechts oben ist noch ein Weg. Hier gibt's nichts. Also klar, ich könnte versuchen, ganz rechts oben lang zu gehen noch. Oder hier. Da oben weiter. Vielleicht war da wieder so eine Puppen, so eine Versperrung, wo man jetzt den Puppenskill braucht. Könnte sein. Nee, was war denn da? Die Glocke? Der Glockenraum? Ja, okay, hier geht's jetzt weiter. Mini-Teufel. Ups. Ja, ein bisschen leicht ist es. Das finde ich auch ein bisschen weird an dem Spiel. Ui. Das stört mich auch ein bisschen. Schwierigkeitsgrad. Also klar bin ich auch schon mal gestorben, aber... So, ja, weil, nur weil du dann irgendwie seit 5 Stunden nicht gespeichert hast und dann kommt ein Boss. Also das ist der Grund, warum man stirbt. Boah, ich habe Symphony of the Night echt lange nicht gespielt. Ah, guck mal, jetzt habe ich den Shortcut hier auf. Aha. Okay, aber da oben gibt es natürlich noch Safe-Dinge. Dann geht's ins nächste Gebiet, aber ich will auf jeden Fall noch da hoch. Naja, ich habe schon gespielt, so ist es nicht, aber es ist lange her. So, ich mache jetzt gleich einen Race-Raum auf. Wir machen nämlich auf jeden Fall noch einen Zelda-Race heute Abend. Musik.
Okay, nächstes Areal. Die Map ist gleich zu Ende hier. Der Geisterturm. Dann mach sofort einen Raum auf. Oh, Julius Belmont. Julius, was machst du denn da? Ach, du bist das. Diese Tür ist durch eine starke Barriere versiegelt und dahinter ist irgendwas. Etwas Böses? Ja. Mir schwant nichts Gutes. Ganz und gar nichts Gutes. Nur leider werden wir nicht rausfinden können, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Warum nicht? Die Barriere ist zu stark. Ich konnte sie beschädigen, aber nur ein wenig. Besser, wir informieren Yoko und warten auf Hilfe. Was meinst du? Tja, ich beschreibe Julius, was ich entdeckt hatte. Die Jünger des dunklen Herrschers. Klingt, als hätte ich ein neues Ziel. Mal sehen, ob ich mich mit Arikado zusammentun kann. Die Mucke jetzt hier. Uff. Uff. Ich spiele es jetzt auf der PlayStation. Aber gibt's auch für Steam und für die Switch. Alter, wie viel Schaden! Gott. Ich glaube, hier sollte ich nicht hin. Ich spür's. Was soll ich denn da machen? Ich hab nichts mehr. Ich muss safe. Ich muss dringend speichern oder sonst was. Wette, ich mach sofort den Raum auf. Einfach auch wieder kein Heal. Oh, okay. So, jetzt mach ich den Raum auf. Immer denn. Echt? Ja, das Star Wars Ding kann ich schon verstehen, ne? So, Custom. Wir spielen. AD Boots. Alle Dungeons und Boots. Rein. Auf das Race. Oh, 100, was? Okay, was ist das? Okay, ohne Heal glaube ich nichts gut diese, ne?
Ich kann es mal versuchen, ob ich heilen kann. Doch, Tatsache. Okay. Mach das auf und speichere nochmal. Sind irgendwie runter nuken. Okay, das geht nicht, lol. Okay, verstanden. Okay, so klappt's nicht. Aber ich habe ja direkt davor gespeichert. Also was ist das Problem? Ja, geiler Boss. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Messer ist, glaube ich, das... so viel Schaden bekommen. Hä? Ja, habe ich schon gedacht, Mauser gerade. Wahrscheinlich ist es so. Das heißt, ich muss hier die Hexe spielen und hier den Puppenspieler. Nee, andersrum. Thank you.
Kann ich das irgendwie weiterwerfen? Und dann kann ich vielleicht mal saugen. Ups. Ja, super. Ja, Mann, Alter, was ist das für ein Boss? Also es wäre natürlich wieder super easy, wenn ich ein einziges Mal in diesem Spiel einen Trank gekauft hätte mit 9000 Gold. Ich habe nicht ein einziges Mal wieder in diesem Spiel einen Trank gekauft. Nicht einmal. Nichts zum Heilen. Mach keinen Schaden. Also weg damit. Alter, wie soll ich den Boss machen? Ohne Heilung unmöglich. Ich bräuchte doch nur einen fucking Trank. Einen Trank. Aber ich habe keinen Bock halt jetzt zum Shop zu gehen. Dieser ganze Turm hier. Oh, ist das dumm. Immer dasselbe. Ich denke nicht, Thanatos. Das war jetzt heute. Also ich wüsste nicht wann. Es sind so viele Games aktuell am Start. Aber es ist sehr geil. Sehr, sehr geil.
Für einen Retro-Stream wäre es gut, das stimmt. Ja, ohne Heal meiner Meinung nach nicht so richtig gut zu machen. Aber mit einem Heil-Item, ein einziges Heil-Item, easy peasy. Aber mit Nullen. Vor allem das Problem ist, dass der Turm hier, der ist halt... Es gibt keinen Port. Oder ich finde ihn zumindest, habe ihn zumindest nicht gefunden. Einmal versuche ich es jetzt noch, dann ist gut. Ja klar, Miralia. Okay, das war's. Das war der letzte Versuch. Lenzen spielt No-Heal-Modus. Gibt es, ihr dürft alles spoilern jetzt, gibt es irgendeinen Trick? Jetzt ist mir klar, Miralia. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ich habe ein Range und ein Melee-Set. Vielleicht haue ich hier mit dem Schlechter einfach eine rein. Letzter Versuch. Naja, mit Heal natürlich. Ich könnte jetzt zum Shop gehen, mir 10... Das Spiel kann nicht schwer sein, denn du kannst einfach Pause drücken und könntest jetzt heilen. Ohne, dass irgendwas passiert. Ja, weil ich ja jedes Mal nach dem Laden müsste ich jetzt in beide Menüs gehen. Das mache ich halt nicht. Deswegen, ich gehe zum Boss und dann mache ich das halt on the fly. Sonst müsste ich jetzt immer beide Menüs einmal, beides Loadouts einmal einstellen. Darauf hatte ich keinen Bock. Okay, wir haben 50. Ja, auf jeden Fall ultra geiles Game, muss man sagen. Also das ist wirklich der absolute Obershit gewesen. Das hat sich gelohnt. Und das ist nur eins von dieser Collection. Wenn dann, ich weiß halt nicht wann. Ich muss ganz realistisch sein. Ich weiß nicht, wann ich das zu Ende spielen soll.
Es ist immer was in der Pipeline, befürchte ich, Rudy. Also, als ob danach nichts in der Pipeline ist. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch.